herzlich willkommen bei diesem Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Arena und ich mache mit euch heute Herbstdeko. Und damit wünsche ich viel Spaß bei diesem Video. Als erstes mache ich Filzuntersetzer. Und ich glaube, das ist auch das einfachste DIY aus diesem Video. Ich verwende eine Schablone, die ich selber gezeichnet habe. Ich werde sie euch unten in der Infobox verlinken. Dann ein Filzer, eine Schere und natürlich etwas Filz. Für dieses DIY brauche ich erstmal nur das Ahornblatt. Mit Hilfe der Schablone kann ich jetzt das Ahornblatt auf meinen Filz übertragen und anschließend ausschneiden. Und damit das Blatt jetzt nicht so einsam ist, habe ich natürlich auch noch ein paar mehr gemacht. So sehen sie eigentlich auch schon echt ganz gut aus, aber ich werde meine jetzt noch ein bisschen verzieren. Diese Blätter sind einfach so schön und so schnell gemacht. Weiter geht's mit dem zweiten DIY, und zwar die Blättergirlande. Dafür brauche ich einfach normales Papier, wieder meine Schablone, dieses Mal die anderen zwei auf diesem Blatt, ein Pinsel mit Wasser, Aquarellfarben. Wenn ihr sowas nicht habt, könnt ihr natürlich auch Acrylfarben nehmen, müsst dann aber einfach ein bisschen mehr Wasser anmischen. Ein Kleber, eine Schere, ein Bleistift und Basteldraht. Ich habe hier goldenen genommen, aber ihr könnt natürlich auch Silber verwenden. Als erstes male ich mein weißes Papier komplett mit meinen Aquarellfarben an. Auch die Rückseite. Und das mache ich so, wie mir lieb ist. Ich benutze ein bisschen mehr Wasser, wenn ich ein bisschen pastelligere Farben haben möchte, und weniger Wasser, wenn ich ein bisschen kräftige Farben haben möchte. Wenn ihr Acrylfarben verwendet, funktioniert das mit der Wassertechnik genauso. In der Zeit, währenddessen das Ganze trocknet, könnt ihr schon mal die Schablonen ausschneiden. Und zwar braucht ihr jetzt die anderen zwei auf der Vorlage. Übertragt anschließend mit dem Bleistift die Schablonen auf euer getrocknetes Papier und schneidet sie aus. Macht so viele Blätter, wie ihr wollt. Und dann geht's auch schon ans Falten. Als erstes knicke ich das Blatt mittig. Das hilft mir, um besser gerade falten zu können. Bei beiden Blättertypen ist die lange Seite unten. Denn jetzt starte ich von unten, von der langen Seite, mit dem Falten, und zwar ziehharmonikamäßig. Und dabei orientiere ich mich immer an meiner Knicklinie. Jetzt falte ich die langen Seiten übereinander und klebe sie zusammen. An der Stelle, wo mein Finger liegt, lasse ich den Kleber weg. Genau das gleiche mache ich jetzt auch mit allen anderen Blättern. Wenn ich dann genug gefaltet habe, fange ich an, sie zusammenzubinden mit meinem Draht. Und dafür schneide ich mir erstmal ein langes Stück ab und binde mir oben eine kleine Schlaufe, wo ich das Ganze dann später aufhängen kann. Und dann geht's auch schon los, die Blätter aufzufädeln. Die Blätter fädel ich von unten auf mein Basteldraht. Positioniere sie an der Stelle, an der ich sie gerne hätte, und fange an, sie einzudrehen. Dabei entstehen so kleine Äste. Das Ganze wiederhole ich mit so vielen Blättern, wie ich gerne an meiner Girlande hätte. Und dann ist sie auch schon fertig. Das dritte und das letzte DIY ist ein Herbstschriftzug aus Holzkugeln.
Dafür braucht ihr Acrylfarbe, ein Pinsel, ein bisschen Pappe, Holzkugeln, die verlinke ich euch auch in der Infobox, und eine Heißklebepistole. Ich fange an, indem ich mein Stück Pappe mit weißer Acrylfarbe anpinsel. Wenn das Ganze dann fertig ist und getrocknet, lege ich es erstmal an die Seite, denn jetzt brauche ich erstmal die Holzkugeln. Die Holzkugeln lege ich mir so zurecht, wie ich sie gerne zusammenkleben möchte. So gefällt es mir eigentlich schon ganz gut und dann kann ich das Ganze mit Heißkleber zusammenkleben. Ihr könnt natürlich die Holzkugeln auch komplett in Natur lassen. Ich habe mich dafür entschieden, sie einmal in Gold und in Gelb anzumalen. Damit die Buchstaben stehen, müssen sie jetzt auf die Pappe geklebt werden. Und natürlich verwende ich dafür wieder den Heißkleber. Das war's schon wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Anschauen. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, welches DIY ihr am besten fandet. Und bis zum nächsten Mal.